Liebe Geschwister, wir alle haben schon mal eine Reise unternommen. Stellt euch vor, ihr habt zwei Gefährten mitgenommen. Und eure Geschichte wird später über den Mund des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Befehl Allah Ta'alas verewigt werden. Es ist eure Geschichte, ihr seid mit zwei Leuten unterwegs. Und der Regen überrascht euch und ihr sucht Zuflucht in einer Höhle. Und dann passiert es, dass die Regenfälle so schwer sind, dass auf dem Berg Geröll ins Rollen kommt und der Ein- und Ausgang eurer Höhle wird verschlossen. Der Prophet überliefert, sallallahu alaihi wasallam, dass die drei Eingeschlossenen sich darüber im Klaren waren, dass Allah Ta'ala sie nun prüft. Und das Einzige, was sie herausbringen wird, wird sein, dass sie Allah Ta'ala anflehen um einen Ausweg. Und zwar, indem sie auch ihre guten Taten, die sie rein für Allah Ta'ala getan haben, innerhalb dieses Bittgebetes erwähnen. Und so sprach einer von ihnen ein Bittgebet, dass Allah Ta'ala ihnen einen Ausweg geben möge aus dieser Situation. Und er sagte, O Allah. Ja, und er berichtete seine Geschichte. Er berichtete, wie er die ganze Nacht lang dastand vor seinen Eltern, die schliefen, damit sie von selbst aufwachen, ohne dass er sie wecken muss, damit sie von der Milch trinken, die er am Abend zuvor gemolken hat, um nicht vor ihnen davon zu trinken. Die ganze Nacht stand er, wie gesagt, an ihrem Bett, während sie schliefen. Und er sagte, O Allah, wenn ich das für dich getan habe, um dir begegnen zu dürfen, dann schenk uns einen Ausweg. Und subhanallah, sie verstanden die Kommunikation von Allah. Sie verstanden es, als sie geprüft wurden, als die Höhle verschüttet wurde, und Allah sprach weiter zu ihnen, indem sich der große Stein, der den Ausgang hauptsächlich blockierte, ein wenig verschob, aber noch nicht genug, um herauszukommen. Das war einer eurer Gefährten. Stellt euch vor, ihr wärt der Vierte gewesen. Stellt euch vor, ihr wärt der Vierte in dieser Gruppe. Ja? Und im Hadith sind nur drei erwähnt. Der Zweite, er sprach sein Bittgebet, dass Allah Ta'ala ihnen Erlösung schenken möge, Befreiung von der Hülle schenken möge. Und er erzählte, dass er, wie man im Deutschen sagt, unsterblich in eine Frau verliebt war. Unsterblich war in eine Frau verliebt. Aber sie wies ihn zurück. Das ist ein hartes Schicksal. Und eines Tages gab es eine Not in der Familie der Frau und sie hungerten. Und so bat sie um Hilfe. Und die Person, ehrlich wie sie war, sie sagte, O Allah, ich war böse gewesen. Ich war übel gewesen. Ich sagte ihr, dass ich ihr 120 Goldstücke geben würde, wenn sie sich mir hingeben würde. Und subhanallah, Armut kann manche Menschen zu Dingen treiben, zu denen sie normalerweise nicht fähig gewesen wären, beziehungsweise den Charakter schwächen. So stimmte die Frau zu. Und wie es im Hadith beschrieben wird, er saß schon zwischen ihren Beinen. Also sprich, der Geschlechtsverkehr war kurz davor, vollzogen zu werden. Und in dieser Hitze des Momentes sagte die Frau, bricht das Siegel nicht, außer in der Ehe. Also außer, dass es ein Recht dafür gibt. Und subhanallah, diese Worte gesprochen in einem Moment, in der Mann nicht ganz Herr seiner Sinne war. Er war nicht ganz Herr seiner Sinne gewesen. Aber diese Worte, dass man an Allah erinnert wird, an Halal und Haram erinnert wird, sie besiegten diesen tierischen Instinkt in ihm. Und er nahm Abstand, subhanallah. Und er ließ ihr
die 120 Goldstücke. Und er sagte, oh Allah, wenn ich das damals getan habe, um dein Wohlgefallen zu erreichen, so schenke uns einen Ausweg. Und wieder bewegte sich der Stein ein wenig mehr. Euer dritter Gefährte in der Höhle, wir sind jetzt alle in dieser Höhle drin. Er berichtete in seinem Bittgebet, oh Allah, schenke uns Befreiung. Eines Tages hatte ich Angestellte für einen Job und einer von diesen Angestellten ist gegangen, ohne seinen Lohn zu nehmen. Und was ich tat, ich investierte diesen Lohn in seinem Namen. Er investierte dies, ja, aber ohne, dass das irgendwo im Rathaus oder beim Anwalt oder beim Notar schriftlich festgehalten wurde. Er sagt einfach, okay, dieses Geld, ich investiere das und das ist in seinem Namen. Und subhanallah, Allah segnete diese Investition. Und Jahre später kam der Arbeiter zurück in einer gewissen Notlage und sagte, erinnerst du dich, ich hatte damals meinen Lohn nicht abgeholt, den brauche ich jetzt. Und der Mann, subhanallah, er sagte, schau, all das ist deins, all das ist deins. Und zwar ein riesengroßes Stück Land voller Kühe, Schafe, Kamele, Angestellte inklusive. Ja? Also auf einen Schlag war der praktisch Millionär gewesen. Und die Person sagte, es handelte sich nur um wenige Münzen. Sie sagte, mach dich nicht lustig über mich. Ich bin in einer Notlage. Ja? Und er sagte, nein, bei Allah, das ist alles deins. Nimm, was du willst davon. Und subhanallah, wisst ihr, was diese Person gemacht hat? Ich meine, mal ehrlich, wenn wir das gewesen wären, bestimmt hätten wir gesagt, ach komm, gib mir die Hälfte, das ist schon in Ordnung, das ist mehr, als ich brauche. Ja? Diese Person, subhanallah, sie hat alles mitgenommen. Das kleinste Schaf, ja, hat sie mitgenommen, alles. Und die Person sagte, oh Allah, wenn ich damals das für dich getan habe, und das ist eine lange Tat, ja, dass man darüber nachdenkt, den Lohn zu investieren, nicht einfach nur liegen zu lassen. Und dann über die Jahre hinweg sieht man, dass es wächst. Das heißt, jahrelang hat ihm der Scheitan zugeflüstert, weil er macht seine Arbeit. Allah Ta'ala sagt im Koran, dass der Scheitan seine Arbeit macht. Jahrelang, wohl tagtäglich, hat er Einflüsterungen gehabt. Ja, schau, wenn er mal zurückkommen sollte, ja, warum gibst du ihm nicht das, was er verdient hat, was er erarbeitet hat und behältst das andere für dich zurück. Oder, und es ist der nettere Scheitan, oder du nimmst dir einen Lohn dafür, dass du das alles verwaltet hast, weil er hat ja auch Arbeit damit gehabt. Er war praktisch Vermögensverwalter gewesen. Das war der liebere Scheitan von diesen beiden. Jahrelang kämpft er an, um am Ende zu sagen, das alles gehört dir. Wenn ich das für dich getan habe, oh Allah, so schenke uns Befreiung. Und subhanallah, die Höhle wurde, der Ausgang, der Eingang wurde befreit und so haben alle drei Befreiung von Allah Ta'ala bekommen. Was lernen wir aus dieser Begebenheit, liebe Geschwister? Erst einmal müssen wir verstehen, dass wenn wir im Leben in einer Notlage sind, dass Allah Ta'ala zu uns spricht. Allah will, dass wir ihn anflehen. Und das müssen wir zuallererst verstehen. Es hat nicht nur materielle Gründe, sondern Allah möchte einen erziehen. Und so möge man sich zu Allah Ta'ala wenden. Und der Stellenwert des Bittgebetes. Und innerhalb des Bittgebetes, dass man solche besonderen Taten mit erwähnt. Und ich sehe in diesem Hadith eine Aufforderung, dass man im Leben diese guten Taten sammelt, weil man weiß, dass man von Allah Ta'ala geprüft werden wird, um in diesem Moment dann auf diese Bittgebete, in diesen Bittgebeten auf diese guten Taten zurückgreifen zu können. Das heißt, wir wissen, in ein paar Jahren werden wir mal wieder hart geprüft. Das heißt, in diesen Jahren sollen wir gute Taten sammeln, auf dass wir dann in diesen Jahren, in der Zukunft, auf unsere auch zukünftigen guten Taten zurückgreifen können in den Bittgebeten. Und wenn wir die drei Fälle studieren, und der Hadith, er ist bekannt, ja, in Muslim, in Bukhari. Wenn wir diese drei Fälle studieren, sehen wir, dass das Taten sind, die die Gesellschaft insgesamt zusammenhalten. Dass man seine Eltern ehrt, liebe Geschwister,
dass man seine Eltern ehrt, das hält die Gesellschaft zusammen. Dass man Menschen in der Not hilft, liebe Geschwister, das hält die Gesellschaft zusammen. Dass man die Ehe heiligt, dass man keine Unzucht begeht, das hält die Gesellschaft zusammen, liebe Geschwister. Und weiter, dass man fürsorglich handelt. Man handelt fürsorglich. Man denkt nicht nur gut, er hat seinen Lohn nicht abgeholt, ich tue ihn dort in die Ecke, wenn er wiederkommt, kriegt er das. Sondern, was kann ich dieser Person Gutes tun? Ich investiere das Geld. Was bedeutet hätte, wenn sie es verliert, wenn der Investor dieses Geld verliert und Jahre später kommt die Person und sagt, ich will meinen Lohn haben, dann schuldet sie ihm diesen Lohn. Das heißt, dieses Risiko ist diese Person eingegangen, aber sie handelte fürsorglich. Sie wusste, sie wird ihren Eid erfüllen, sie wird dieses Geld zurückgeben, sie wird jetzt also den Lohn auszahlen oder aber mehr. Sie handelte fürsorglich. Und dann, ich möchte es den Vertrag mit Allah nennen, weil der, sagen wir mal, Vorgesetzte, er hatte keinen Vertrag mit seinem Arbeiter gehabt, außer dass er diese Summe ausgezahlt bekommt. Das war der einzige Vertrag, der herrschte. Das heißt, der einzige Vertrag, der die Person an ihr Wort erinnerte, war kein weltlicher, war kein schriftlicher, war kein mündlicher, sondern war der, der im Herzen der Person geschlossen wurde, O Allah, dieses Geld und das, was daraus erwächst, mindestens, also dieses Geld mindestens und das, was daraus erwächst, gehört diesem Arbeiter, der ohne seinen Lohn gegangen ist. Und diesen Vertrag hat er jahrelang geheiligt, liebe Geschwister. Und im Moment der Prüfung ist er nicht zurückgetreten. Er hätte beispielsweise sagen können, bist du damit zufrieden, wenn ich dir ein Schaf gebe, was wohl mehr gewesen ist als der Lohn? Ja, okay, danke. Und dann wäre es erledigt gewesen, weil er fragt, bist du damit zufrieden? Aber er wollte nicht diesen Vertrag mit Allah Ta'ala brechen. Und das hält die Gesellschaft zusammen. Und subhanallah, wie wenig wir von dieser Lektion in der heutigen Zeit verstehen. Wir alle haben von Herrn Schreiber gehört, ja, und von seinem Moschee-Report, von seinem Moschee-Report, nicht vom Moschee-Report. Und subhanallah, eine Berliner Gemeinde klagte dagegen, dass er gesagt hat, dass die Predigt in dieser Moschee gegen das Miteinander geht, gegen die Integration geht. Die Berliner Gemeinde klagte. Und das, worauf sich Herr Schreiber stützte, war, dass die Gemeinde predigte, dass man auf das Jenseits achten sollte und kein zu großes Gewicht dem Diesseits zumessen soll. Also praktisch gerade das, was diese Person im Herzen getragen hat. Keine Diesseitsverbundenheit, sondern Jenseitsverbundenheit. Und wir sehen, subhanallah, wie förderlich dies für die Gesellschaft ist. Und subhanallah, leider hat er recht bekommen, aber leider und gleichzeitig auch gut, weil das ist dann gleichzeitig auch ein Garant für Meinungsfreiheit, weil das im Rahmen der Meinungsfreiheit möglich ist, so zu verstehen. Ja, das ist seine Interpretation, die er im Rahmen seiner Meinungsfreiheit vortragen kann. Alhamdulillah, Meinungsfreiheit für alle. Das Einzige, was schade ist, dass dies ja eine gewisse hetzerische Wirkung auch entfalten kann. Ja? Besonders wenn man halt die ARD als Kanal hat und Medien über einen berichten. Ja? Und dass das so aussieht, als ob in den Moscheen irgendwie gegen ein Miteinander gepredigt werden würde. Das ist das Einzige Bedauerliche daran. Was ist unser Bittgebet in dieser Höhle, liebe Geschwister? Wir sind die vierte Person in dieser Höhle. Was werden wir Allah Ta'ala sagen? Haben wir solche guten Taten vorbereitet? Haben wir solche besonderen Taten vorbereitet? Wenn nicht, dann ist es an der Zeit. Und wenn wir sie haben, liebe Geschwister, dann sollte diese Liste noch weitergeführt werden. Jetzt möchte ich euch davon berichten, von einem Streit zwischen zwei Brüdern. Ja, sagt er, oh, kennen wir schon. Ja, aber geduldig. Es fängt damit an, dass ein Bruder vom anderen ein Grundstück kauft.
Gut. Und dann der neue Besitzer, er findet auf dem Grundstück, ja, er will vielleicht den Garten ein bisschen umgraben, und dann findet er eine Kiste. Er stößt auf diese Kiste. Ja? Und dann hebt er die Kiste hoch und er öffnet diese Kiste. Und dann, was sieht er dort? Er sieht dort Gold. Und dann direkt danach, das heißt Fakol, ja, also direkt danach suchte er den ehemaligen Besitzer auf und sagte, hier, das ist deine Kiste mit dem Gold. Das ist auch in, ich meine in Bukhari oder in Muslim erwähnt, diese Begebenheit. Hier ist deine Kiste Gold. Ich habe nur das Grundstück gekauft, nicht diese Kiste Gold. Und da sagte die Person, stopp, nimm das zurück. Ja, sie haben gestritten. Ja, ich habe dir das Grundstück gekauft und das, was auf dem Grundstück sich befindet, ist da mit dir. Und subhanallah, sie konnten sich nicht einig werden. Denkt nicht, dass ich das gerade falsch erzähle. Ja, weil ihr alle gucken, hat er das irgendwie vertauscht? Nein, das war der Streit gewesen. Der Streit war, wer bekommt, also der Erfolg war, beide wünschten sich, diese Kiste nicht zu bekommen. Voller Gold. Ja, stellt euch vor, wie in den Film Aktenkoffer voller Geldscheine. Ja? Nein, hier, nimm du. Ja? Und sie konnten sich nicht einig werden. Sie sagten, einer muss richten zwischen uns. Ja? Wir kommen miteinander jetzt überhaupt nicht klar. Dann gingen sie zu einem weisen Mann. Und der weise Mann, er hat auch keine Lösung gehabt, aber die Lösung lag woanders. Er sagte, habt ihr Kinder? Und sie sagten, ja. Der eine hat einen Sohn gehabt, der andere eine Tochter gehabt. Und dann sagte er, schaut doch mal, ja, vielleicht wollen die einander heiraten. Und falls das so ist, dann ja, stattet sie aus mit Haus und Arbeit und etc. Und den Rest spendet ihr einfach. Ja, das war dann die Lösung gewesen. Weil der weise Mann wahrscheinlich gewusst hat, egal wem er jetzt das Gold zuspricht, diese Person wird dann irgendwie sauer sein. Versteht ihr? So, okay, ich muss irgendwie schlichten zwischen den beiden. Das heißt, am Ende bekommt keiner was. Ja? Aber subhanallah, dadurch waren die dann verschwägert. Dadurch waren die dann verschwägert gewesen. Und Allah Ta'ala hat sie durch Familienbande und durch Schutz für ihre Kinder versorgt. Das heißt, sie lehnten Gold ab, sie lehnten materielles Gold ab und bekamen Juwelen für das Herz. Weil jeder Vater wünscht sich, dass seine Kinder rechtschaffene Menschen heiraten und in eine rechtschaffene Familie auch hinein heiraten. Subhanallah. Ich rufe euch alle auf, dass wir auf diese Art und Weise miteinander streiten. Dass wir uns nicht mehr miteinander verstehen. Auf diese Art und Weise, liebe Geschwister. Und das ist ebenfalls eine besondere Tat. Von zweien gewesen. Und vom dritten auch. Vom Weisen. Das ist das, liebe Geschwister, worum die reinen Herzen streiten. Und man kann sehen, an seinem, wo man sich, wie hätten wir uns selber verhalten? Wie hätten wir uns selber verhalten in solchen Situationen? Und Allah Ta'ala dokumentiert das für uns, damit wir unsere Herzen erziehen. Was auch interessant ist, dieses direkte Handeln, ja, dieses spontane direkte Handeln. Ich werde jetzt sofort, ja, hingehen und sagen, dass ich da diese Goldkiste gefunden habe. Das ist manchmal wichtig. Wir haben mal drüber gesprochen vor ein paar Monaten, diese innere Stimme. Diese reine, saubere innere Stimme, die von der der Prophet gesprochen hat, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, dass dies die Stimme eines Engels ist, der einen zum Guten auffordert. Manchmal, wenn man zu lange nachdenkt, liebe Geschwister, ja, schwächt man diese gute innere Stimme. Und man kommt dazu, vielleicht keine großartige Tat zu machen, sondern nur eine gute. Ah, komm, wir machen Hälfte. Ja? Oder man kommt vielleicht dazu, nach Wegen zu suchen oder nach Meinungen zu suchen, die einen dann bestätigen werden, dass man selbst im Recht ist, dass man gar nichts abgeben muss, etc. Ja? Und die andere Person ja auch. Sie sagte nicht, oh, danke, gib mir das Gold, du hast recht, ich habe dir nur das Grundstück verkauft, nicht das, was da drauf war, sondern sie war selbst gleichermaßen geprüft gewesen. Wo wäre unser Herz? Wie würden wir uns entscheiden in einer solchen Situation? Ich werde jetzt schon kürzen, weil ich daran arbeite, inshallah, pünktlich um 3 immer aufzuhören.
Liebe Geschwister, alle Gelehrte werden darüber einstimmen, dass es das Phänomen der Fatwa gibt, das, was uns die Bücher sagen, und darüber hinaus Taqwa. Darüber hinaus Taqwa, dass man gewisse Dinge tut, zu denen man nicht verpflichtet ist. Und gewisse andere Dinge unterlässt, obwohl sie nicht verboten sind. Das ist diese Stufe, ja, vom Makruh. Man soll es lassen, dann wird man belohnt, aber wenn man es tut, wird man nicht bestraft. Ja, beziehungsweise vom Mandub, dass man etwas nicht tun muss, aber wenn man es tut, wird man dafür belohnt. Das ist etwas, worüber keine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten herrscht. Und es gibt sogar noch feine Abstufungen, in gewissen Einzelfällen zumindest, die besagen, dass sich die Pflichten aufteilen, dass es Pflichten gibt für Gottesfürchtige, aber dieselbe Tat wäre nicht verpflichtend für einen gewöhnlichen Muslim. Beispielsweise die Diskussion um das Witr-Gebet. Ist es nun eine Pflicht? Also wenn man es unterlässt, wird man bestraft, ja oder nein, so wie die Hanafiten dies einstufen. Und eine der Auffassungen ist, von Ibn Taymiyyah unter anderem, dass es eine Pflicht ist für die Koranbewahrer. Aber für diejenigen, die den Koran nicht auswendig gelernt haben, ja, wäre es keine Pflicht. Und Allah Ta'ala hält auch in der zweiten Sure fest, als es um das Thema Scheidung geht. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. Und den Frauen, und den geschiedenen Frauen steht eine Auszahlung zu, gemäß dem Brauch oder im Guten, ja, bil ma'ruf. Und das ist eine Pflicht, haqqan ala al-muttaqin. Die Mehrheit der Gelehrten hat aufgrund des Wortlautes wie aufgrund der anderen Indizien und Hinweise um diese Frage herum entschieden, es ist keine Pflicht für den gewöhnlichen Muslim, aber eine Pflicht für einen Muttaqin. Ja, und es gab aber auch die Auffassung, die gesagt hat, es ist eine Pflicht für alle Muslime. Warum? Weil Taqwa eine Pflicht für alle Muslime ist. Ja, alle Muslime sind verpflichtet, Taqwa zu haben, wie wir wissen. Ja, das heißt, Allah Ta'ala hat hier keine Unterscheidung gewollt, sondern einfach nur eine andere Ausdrucksweise. Er wollte nicht zwischen dem Muttaqi und dem gewöhnlichen Muslim unterscheiden, sondern hier sind alle angesprochen. Ja? Aber wir sehen in dieser Diskussion, liebe Geschwister, dass es eine Empfehlung gibt, mindestens etwas zu leisten, wozu man vielleicht nicht verpflichtet ist. Allah Ta'ala sagt auch, und das auch in Bezug auf, was nach einer Scheidung man kann Wiedergutmachung, einfach eine Scheidungszahlung, wenn man das so nennen möchte. Ja, so wie es eine Brautgabe gibt zur Heirat, eine Heiratszahlung, gibt es auch eine Scheidungszahlung im islamischen Recht. Allah Ta'ala sagt im Koran: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah Ta'ala spricht davon, dass wenn man gegenüber einer Frau, mit der man bereits einen Heiratsvertrag hat, die Scheidung ausspricht, man jedoch noch nicht intim miteinander wurde. Ja, man hat noch nicht den Vorhang zur Privatsphäre zugezogen, spricht Allah Ta'ala davon, dass man die Hälfte der bemessenen Brautgabe auszuzahlen hat. Ja, dass diese Brautgabe auszuzahlen ist, die Hälfte. Außer, und jetzt hört gut zu, außer von seitens der Frau wird es ihnen erlassen. Ja? Oder derjenige, der die Scheidung ausspricht, er erlässt. Ja, nämlich, er lässt die Brautgabe ganz der Frau. Er nimmt nicht nur die Hälfte zurück, sondern er lässt die ganze Brautgabe bei der Frau. Und Allah Ta'ala sagt hier,
und das ihr erlasst, ist der Gottesfurcht näher. Aqrabu litaqwa. Das heißt, er spricht beide an. Sowohl die Frau soll sagen, nein, soll er das ganze Geld nehmen. Ja, es gab ja keine richtige Ehe. Als auch den Mann, der den Ehevertrag bereits verbal unterschrieben hat, ja, oder wortwörtlich unterschrieben hat. Er soll aber auch, ja, lieber die ganze Brautgabe geben. Aber die Pflicht, die Regelung ist, dass die Hälfte übergeben wird. Aber eine Aufforderung dazu, an die Frau bzw. an den Mann die restliche Hälfte zu überlassen, die ist auch im Koran ergangen, liebe Geschwister. Und wir kennen auch den Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir uns Allah Ta'ala dadurch nähern, dass wir zuerst die Pflichten durchführen. Und darüber hinaus, wenn wir dann noch freiwillige gute Taten tun, dann wird Allah Ta'ala unsere Schritte begleiten, unsere Taten segnen. Ja? Dann werden wir nur noch für Allah Ta'ala sehen und für Allah Ta'ala hören. Das heißt, wir werden ein wunderbares Leben im Halal haben. Also fragen wir uns, was ist unsere besondere Tat? Und das kann verschieden sein. Ibn Mas'ud beispielsweise, er beschäftigte sich sehr stark mit der Lesung des Korans und mit dem Gebet in der Nacht. Und das kombinierte er miteinander. Ja? Er studierte den Koran, ja? Er trug den Koran auch im Gebet vor und das vorzugsweise in der Nacht. Und er sagte, er fastet nicht freiwillig. Er fastet die Pflichttage, ja, vielleicht noch die anderen besonderen Tage dazu, die wir kennen, aber er ist nicht wie die anderen Sahabis oder wie einige unter den anderen Sahabis, die alle 2 Tage gefastet haben oder 2 Tage in der Woche gefastet haben oder 3 Tage im Monat gefastet haben. Ja? Er sagt, es ist, warum? Wenn ich faste, ich werde schwach und dann kann ich nicht mich meiner Lieblingstat zuwenden, dem Gebet in der Nacht und dem Studieren des Korans insgesamt. Was sind unsere besondere Taten? Und nicht, dass wir nur an Pflichten denken, sondern was darüber hinausgehend. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, was ich euch jetzt berichte, ist tatsächlich passiert. Ist tatsächlich passiert. In Bukhari aufgelistet, Abdurrahman ibn Auf, der Millionär gewesen ist, er musste Mekka verlassen und sein gesamtes Vermögen dort lassen. Das heißt, er kam nach Medina und er war bankrott gewesen. Das tat er, um an der Seite des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die islamische Gesellschaft mit aufzubauen und seine Religion in Freiheit auszuleben. Nun hat er einen Bruder gehabt, den er vom Propheten geschenkt bekommen hat. Ja? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat zu einer gewissen Zeit Leute verbrüdert. Ja, der Name war Sa'ad. Und Sa'ad, er machte Abdurrahman ibn Auf ein besonderes Angebot, weil er war auch reich gewesen. Er war auch reich gewesen. Und er kann verstehen, wie es ist, wenn man ja, alles verliert. Er konnte sich da hineinversetzen und er sagte, das ist einem so tollen Geschäftsmann wie Abdurrahman ibn Auf nicht würdig. Und er sagte ihm, Abdurrahman, ich habe viele Geschäfte. Wenn du möchtest, werde ich dir die Hälfte meiner Geschäfte überlassen. Dann führst du diese Geschäfte. Und dann sagte er, ich bin mit 2 Frauen verheiratet. Wenn du wünschst, dann werde ich mich von der Frau scheiden, die dir am besten gefällt, auf dass du sie heiratest. So steht es in Bukhari. Gut, so steht es in Bukhari. Bleiben wir erstmal bei der Hälfte des Vermögens. Ist weniger komplex. Könnt ihr euch vorstellen, einfach mal so die Hälfte eures Vermögens zu geben? Oder die Hälfte eures Arbeitsplatzes zu sagen, ah, ich gehe von 40 auf 20 Stunden, damit mein Freund auch Arbeit hat.
Es ist nicht leicht. Aber er war dazu fähig, subhanallah. Das war eine besondere Tat. Allein die Bereitschaft, liebe Geschwister, war eine besondere Tat. Jetzt möchte ich etwas Zusätzliches noch erklären. Es gibt Gelehrte, die nehmen dies so beim Wortlaut und sagen, ja, er hat tatsächlich gesagt und das so gemeint, er würde sich von einer seiner Frauen trennen, damit sie Abdurrahman ibn Auf heiraten kann. Ja, heiraten tut, heiraten kann. Andere Gelehrte, sie sagen, das war ein Ausdruck, das waren symbolische Worte. Das wahre Angebot bezog sich auf die Hälfte des Vermögens, aber das in Bezug auf die Heirat, das ist symbolisch gemeint gewesen. Ja? Vielleicht auch scherzhaft gemeint gewesen. Ja, sie standen sich ja nahe und manchmal scherzt man anders, wenn man sich nahe steht. Okay? Warum? Sie sagen, allein praktisch. Kann ein Mann sich von seiner Frau einfach so scheiden? Ich meine, da ist doch Liebe. Allah Ta'ala sagt, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Und er hat zwischen ihnen Liebe und Barmherzigkeit gesetzt. Ja? Wie kann sich ein Mann einfach so scheiden? Beziehungsweise die Frau, ja? Dass sie in diesen Umständen geschieden wird. Das ist das erste praktische Problem. Das zweite praktische Problem, gut, und was ist, wenn sie geschieden wird? Aber warum sollte sie Abdurrahman ibn Auf heiraten wollen? Möglicherweise nicht. Ja? Das heißt, praktisch ist es irgendwie nicht richtig vorstellbar. Und drittens gibt es noch den Punkt, dass bei den Arabern auch eine gesunde Eifersucht vorgeherrscht hat. Ja, sie waren ein im positiven Sinne eifersüchtiges Volk und manchmal noch eine Portion zusätzlich, ja, wo dann es überging in die krankhafte Eifersucht. Und da sagen Gelehrte, das nehmen wir so nicht wortwörtlich. Und sie haben einen starken zusätzlichen Beleg, nämlich auch in Bukhari, und zwar genau zwei Hadithe drunter, ja, liest sich der Wortlaut wie folgt. Ja? Uqasimuka mali nisfain wa uzawijuka. Ich teile mein Vermögen in zwei Hälften. Ja? Also du, eine für dich, eine für mich. Und ich verheirate dich. Damit ist gemeint, ich helfe dir bei der Suche, bei der Vermittlung. Und dann gebe ich das Geld für die Feier und ich finanziere die Brautgabe. Ja? Also ich finanziere dir die Heirat und ich helfe dir bei der Suche. Ja? Dass das damit gemeint ist. Und Allah Ta'ala weiß es am besten. Ich gebe hier weiter, was ich von Gelehrten gelernt habe. Dazu überhaupt fähig zu sein, die Hälfte seines Vermögens anzubieten. Ja, und diese Integrationshilfe zu leisten, wahre Integrationshilfe. Wir haben hier viele Möglichkeiten, Integrationshilfe zu leisten. Ja? Arbeit anzubieten, jemandem zu lehren, Deutsch zu lehren. Ja? So ihn bei der Hand nehmen und zu zeigen, ja, wie läuft das Leben hier. Da haben wir viele Möglichkeiten jetzt bekommen in den letzten 2 Jahren. Subhanallah, ich möchte auch eine Geschichte aus der jetzigen, heutigen Zeit berichten. Ein Mann kam zu mir und sagte, dass er mit einer Frau verheiratet ist, aber er kann sie nicht glücklich machen, er wird sich von ihr scheiden. Und er hatte Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht irgendetwas für ihn tun können und hat gefragt, kannst du vielleicht irgendwie, kennst du jemanden, der sie heiraten möchte? Und ich habe gesagt, ich kann da leider nicht weiterhelfen. Und Monate später ruft er bei mir an und sagt, Alhamdulillah, ich habe einen Mann gefunden, schließt du die Ehe? Das heißt, der Ex-Mann hat einen Mann für seine Ex-Frau gefunden und bittet mich darum, dass ich die Ehe schließe. Und ich schließe die Ehe und wer ist der erste Zeuge? Der Ex-Mann. Subhanallah. Und Monate später ruft er mich an und sagt, Alhamdulillah, inshallah, wird meine Ex-Frau bald nochmal Mutter werden. Und Monate später ruft er mich nochmal an und sagt, Alhamdulillah, sie hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Sprich Bittgebete. Es ist Subhanallah. Es ist echt, ja, die Person, die sie betet hier, ist eine besondere Sache. Und es hat mich auch an diesen Hadith erinnert. Das heißt, ich schließe nicht aus, dass der Hadith so wortwörtlich gemeint sein kann. Weil, und das sagte mein Freund, mit dem ich studiert habe, als ich ihm diese Geschichte berichtete. Und alle im Raum waren so, ey, was, der ist kein richtiger Mann, das geht doch nicht und so. Ja? Und dann sagt er, stopp.
Er sagte, Iman befähigt einen zu besonderen Dingen. Diesen Satz habe ich mitgenommen, der ist über ein Jahr alt. Iman befähigt einen zu besonderen Dingen. Ich muss mich fragen, wozu befähigt mich mein Iman? Und ich möchte die Frage an euch weitergeben. Wozu befähigt euch euer Iman? Diese Frage sollen wir tagtäglich mit uns tragen. Was unterscheidet uns auch? Ja? Wir haben nicht nur ein Bekenntnis auf unserer Zunge. Der Unterschied, er muss in den Taten sichtbar sein. Ihr wollt bestimmt wissen, was Abdurrahman ibn Auf gesagt hat, oder? Ja? Natürlich hat er die Hälfte vom Vermögen genommen. Und natürlich hat er gesagt, verheirate mich, aber zack. Subhanallah, Abdurrahman ibn Auf. Es gibt so Sätze, ja, ich bin auch erst mit 17 Muslim geworden, ja, und deswegen ein Opfer des Fernsehens. Und es gibt Sätze, die habe ich vielleicht vor 20, 25 Jahren gehört, ich werde sie nicht mehr los. Ja? Diese Sätze von Kinofilmen und so weiter. Ja? Ich will hier nichts erwähnen, weil hier ist der Mimbar. Ja? Aber Abdurrahman ibn Auf, er hat so einen Satz gesprochen, wenn es in einem Kinofilm kommen würde, ja, der ganze Saal wäre außer sich. Der ganze Saal wäre außer sich. Die eine Hälfte würde so machen und die andere Hälfte würde vielleicht lachen, einfach aus Irritation heraus. Er sagte, möge Allah dein Geld segnen, möge Allah deine Familie segnen. Zeig mir, wo ist der Markt? Zeig mir, wo ist der Markt? Bam. Ja? Wo ist der Markt? Abdurrahman ibn Auf, er war Händler gewesen, versteht ihr? Er war selbstbewusst gewesen. Er wollte sich die Dinge erarbeiten. Gut, er hat alles verloren, aber er wollte sich nochmal erarbeiten. Und dann, subhanallah, der Hadith geht weiter. Nach ein paar Tagen, ja, wenige Wochen, sah man an ihm Parfüm, weil das Parfüm der Männer, liebe Geschwister, im alten Arabien, hatte Farbe gehabt. Ja, und man sah, dass er parfümiert war. Und der Prophet sprach ihn darauf an, sallallahu alaihi wasallam, und er sagte, ja, ich habe geheiratet. Er sagte, und was hast du gegeben? Er sagte, ja, ich habe so einen Dattelkern an Gold als Brautgabe gegeben. Dann hat der Prophet gesagt, du sollst feiern und sei es mit einem Schaf. Ja, du sollst eine Feier machen für die Leute. Das heißt, er hat sich das alles selber erarbeitet und später wurde er wieder Millionär. Und er selbst berichtet, der dieses Angebot abgelehnt hat, was auch wieder eine großartige Tat ist. Er sagte, ich habe mich selbst gesehen. Das ist nicht wortwörtlich zu nehmen. Dass wenn ich einen Stein hochhebe, dass da drunter entweder Gold oder Silber ist. Egal, was ich mache, ja, Geld kommt rein, Alhamdulillah. Daraus lernen wir, die Versorgung hängt von Allah Ta'ala ab, liebe Geschwister. Wir sollen dieser Welt nicht hinterhergeiern. Wir sollen auch nicht traurig sein wegen irgendwelchen Chancen, die wir meinen, verpasst zu haben. Alles ist in der Hand von Allah Ta'ala. Er richtet über alles. Er bestimmt alles. Er versorgt, wen er will, in welchem Maß er will. Die Frage ist, sind wir fähig zu Besonderem? Und wir müssen es sein, weil wir Mu'minin sind, weil wir Muslime sind, weil wir Iman an das haben, was im Koran steht und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam authentisch, was von ihm authentisch überliefert wird. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Malik. Oh Allah, wir bitten dich um deinen Segen, um deine Vergebung. Wir bitten dich, oh Allah, bitte befreie uns von den Fesseln der Sünde. Und lasse uns das Gebet lieben. Und lasse das Gebet unsere Heilung sein. Lasse uns unsere Heilung fünfmal am Tag in der richtigen Zeit, in der richtigen Dosis aufsuchen, oh Allah. Allahumma Amin. Oh Allah, bitte vergib unsere Sünden. Und die Sünden unserer Eltern und die Sünden unserer Glaubensgeschwister. Und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Und lass uns ein Vorbild sein, O Allah, eine lichtspendende Leuchte auf deinem Weg sein. Schmücke uns mit besonderen Taten, O Allah, die die Herzen derer öffnen, die gerade blind durchs Leben gehen. O Allah, bitte heile die Kranken. Bitte verheirate die Unverheirateten. Bitte schenke den Verheirateten, die sich Kinder wünschen, Kindersegen. Bitte beschütze unsere Kinder, oh Allah. Bitte beschütze die Bekriegten. Bitte befreie die Gefangenen. Bitte schenke den Geflüchteten Heimat, oh Allah, und Rückkehr, oh Allah. Oh Allah, bitte schenke uns Muslimen Selbstbestimmung. Schenke uns, dass wir dir allein dienen dürfen, oh Allah, in Unabhängigkeit. Oh Allah, bitte schenke uns Einigkeit.
Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Und schenke uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir gebeten hat. Und schenke uns Schutz vor allem, wovor er auch bei dir um Schutz gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.